Schön. So, Munition, bisschen Lebensenergie nochmal. So, 125. Gefällt mir sehr. Was haben wir hier? Oh. Die Sprungstiefel, cool. Du hast ein paar Delta V Sprungstiefel erhalten. Drücke zweimal X, um ein Doppelspiel auszulösen. Nein, nein, er ist noch lange nicht durch. Da, ja. Ja, und das ging ja schnell, so viel Geld. Ja, mich wundert nur, dass ich halt schon irgendwie am Turm bin. Wie komme ich denn da rein? Ich würde gerne da zur Rune. Das würde mich jetzt aber schwer wundern, aber ich glaube, da kommt noch viel, viel mehr. Ich glaube, Alter, wie das hier aussieht. Krass. So. Was ist denn hier? Ah, Benzin. Okay, haben wir voll. So, schauen wir mal, was die Rune für uns bereithält. Rennprüfung. Schalte mit der doppelläufigen Schruppel 30 Zombies aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. 6 Sekunden. Puh. Das wird spannend, glaube ich. 30 Zombies ausschalten in 6 Sekunden. Das kriegen wir, denke ich, mal hin. Das ist machbar. Munitionsboost kriege ich dafür. Also schalte mit der doppelläufigen Schrotflinte 30 Zombies aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Ja, das... ich finde das mit dem Pentagramm so cool gemacht. Ist irgendwie... Wie gesagt, hätte ich gerne als Desktop-Hintergrund, bin ich ganz ehrlich. Natürlich ohne diese Anzeigen rechts und links. La, la, la. Das wird lustig. Los geht's. Höh! Zombies. 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 Hallo. Nein, was? Nein! Will ich nochmal machen. Fuck, ich dachte, die spawnen da irgendwie direkt immer vor der Nase. So einfach ist es doch nicht. Naja, haben wir jetzt einmal versagt, haben wir es auch mal gesehen. Da kriegen wir aber hin, denke ich mal. Hallo? Uah, das wird scheiße. Nein, fuck. Mist. Es ist, glaube ich, nur eine begrenzte Anzahl an Zombies, dass da irgendwie... Ich glaube, ich wurde gerade irgendwie von einer Mücke gestochen oder so. Fängt irgendwie die linke Daumen an zu jucken, aber wie? Verdammt, das muss doch machbar sein. Das kriegen wir hin, denke ich mal. So. Na, Alter, lass das. Hallo? Ah, guck mal, hier sind auch noch welche. Hui. Munitionsboost erhöht die Menge der Munition, die du bei den Dämonen und in Gegenständen findest. Das ist cool. Die Rune ist geil. Ich glaube, die werde ich auch, glaube ich, auch ausrüsten. Weil das klingt vielversprechend. Weil Munition kann man immer gebrauchen. Na, und wenn man dann mehr bekommt, ist echt super. Erledigte Feinde können Gesundheits- und Munitions-Pickup hinterlassen. Rücke also immer weiter vor, um dir den Lohn des Kampfes zu holen. Das ist ein guter Tipp. Ja, meine Güte. Aber ich finde es geil, dass da so zwischendurch noch so... Ja, so Nebenquests sind oder Nebenmissionen. Das macht das Ganze irgendwie noch viel, viel interessanter. So ein bisschen so... Ja, noch so ein bisschen Abwechslung nebenbei. Finde ich ganz cool.
Ich glaube auch nicht, dass ich schon mit dem Spiel durch bin. Das wäre, glaube ich, ein bisschen arg schnell. Und, so, dann schauen wir mal. Ich schaue gerade auf dem Handy. 22:38 Uhr. Ja. So, die Rune haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Munitionsboost. Ich schau mal eben schnell hier bei uns ins Runensystem rein. Sammle 500 Munitionsgegenstände. Und dann kriegen wir den Munitionsboost. Das geht schnell, denke ich mal. So, können wir hier was verbessern? Ja, können wir. 7 Punkte haben wir. Alter, hier Explosionsgröße. Ich wollte mal gucken wegen diesem. Warte mal. Ach, da müssen wir ja. Verdammt, wir haben die Drohne vergessen in der, in dem einen Level. Wo ist sie denn hingeflogen? Verdammt. Wir müssen unbedingt zusehen, dass wir eine Drohne kriegen. 2 Punkte habe ich noch. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas ausrüsten kann noch weiter. So. Verdammt, wir haben die Drohne vergessen. Die ist irgendwo hingeflogen, die Kackdrohne. So. Hier waren wir drin, ne? Hier haben wir die Schuhe geholt, genau. So, müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Okay, hier geht's, glaube ich, anscheinend nicht weiter. Also müssen wir wieder zurück. Gucken wir mal. So, warte. Ich glaube, wir müssen da drüben rüber. Und das soll ich schaffen, oder was? Nee, warte mal. Ich glaube, der Weg geht. Ah, der Weg geht da lang, glaube ich. Ja, ich glaube, hier lang geht's. Bisschen Schild noch mitnehmen, bisschen Munition. Ah, 1 von 500, mein Gott, Alter. 500 Munitionsgegenstände müssen wir sammeln für den Boost. Naja, gucken wir mal. Kriegen wir schon hin. 2 haben wir schon. So, Benzin haben wir ja auch. Speicherpunkt haben wir auch erreicht. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet gleich. Vor allem gegen diese. Was liegt denn da hinten? Guck, voll so ein Smiley ist das, ne? Wenn man so anvisiert. Ich lache. Okay, da liegt nichts. Okay, ist auch nichts. Tralalala, tralalala. Uah. Was war das? Aua, was? Was? Wo? Wer schießt denn da? Hä? Ach, da oben! Hä? Gar nicht gesehen. Warte mal, da wechsle ich, glaube ich, direkt mal aufs Sturmgewehr. Ihr Penner, weißt du, von weiter Entfernung, da könnt ihr auf mich schießen. Aber wenn ich nah dran komme, dann verpisst ihr euch. Ihr Lutscher. So. Geht zurück, wo ihr hergekommen seid. So, wie komme ich denn jetzt? Schieß doch, haha. Uah, wo kommst du denn her? Uah. So, der ist, glaube ich, in den Tod gesprungen, der andere. Geschieht ihm auch recht so. Ah, jetzt kommst du auf einmal her, oder was? Das ist mit dir nicht in Ordnung. Geh weg. Du stinkst. Nach Maggi. So. Wo muss ich hin? Na. Ich glaube. Oh Gott. Oh Gott, ich habe Angst, hier runterzufallen. Uah. Ja, wenig Munition. Ich weiß. Bam. Ich glaube, da hinten müssen wir hin. Ansonsten. Ich glaube, da kommt man da auch irgendwie rauf. Bestimmt. Kommt man bestimmt auch noch hin. Oh Gott. Habe ich schon erwähnt, dass ich Höhenangst habe? So, 15 Schild haben wir. Sehr schön. Ah, guck mal einer an. Oh, guck mal, die ist fast nackig. Sie hat einen Argent-Akkumulator dabei. Damit wird sie versuchen, von Hand ein Portal in die Hölle zu öffnen. Nein! Der Argent Tower ist außer Betrieb, aber die Verbindung in ihre Dimension ist immer noch da. Wir sind in großer Gefahr, Dr. Hayden. Ach nee, sag bloß. Da wäre ich selbst nicht jetzt drauf gekommen, dass wir in großer Gefahr sind. Werden sie definitiv ausschalten. Das war so klar. Ich werde dich vernichten.
Willkommen bei der UAC. Der Herstellung des Argent Energiefiltrierungssystems von Dr. Olivia Kies. Wir sind der einzige Konzern, den wir diese Technologie mit der sich Höllenenergie in Argent-Energie umwandelt. Halt doch mal den Bubble jetzt. Diese Anlage betrieben. Zudem wird sie über den Argent Tower ins Universum gesandt und versorgt so Familien auf der Erde und den umliegenden Kolonien mit der nötigen Energie für ein produktives Leben. Dafür ist ein Team nötig. Ein Team von Menschen voller Energie. Potenzieller Energie. Schöpfen Sie Ihr Potenzial aus. Mit der UAC. Vielen Dank. Toll. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder eine Stromflinte gekriegt? Ist das dieselbe? Okay, naja. So. Hallo, Freunde. Na, lässt du mich in Ruhe? Aber lass das. Hör auf damit, mich anzuschießen, habe ich dir gesagt. Ihr sollt aufhören damit, mich anzuschießen. Ich tue euch auch nichts. Bam. Oh Gott, wie viel jetzt da hinten? Oh Gott, wie viele sind hier? Was? Okay, von wegen leicht. Wie war das nochmal? Der leichte Schwierigkeitsgrad oder beziehungsweise der normale? Der ist ja ganz leicht. Die Gegner fallen ja sofort um. Habe ich jetzt auch gerade gesehen. Wie viele es auf einmal werden. Ich glaube, ich habe definitiv die falschen Waffen. Mal gucken. Dass ich jetzt mal nicht die Flint nehme, vielleicht doch das Sturmgewehr und den Raketenwerfer. Werde ich jetzt mal wählen. Ich bin gespannt auf diesen ersten Bosskampf, der kommt. Das wird so mega böse. Okay, da habe ich nicht mehr viel Schuss. Schrotflinte nehme ich mal und dann den Raketenwerfer. Das wird so böse. Hast geguckt, wo dein Freund ist oder was? So, ciao. Yeah! Weg mit dir. Oh Gott, ist das voll hier. Oh Gott, ist das voll hier. Uah, Alter. Uah. Da oben ist irgendwas. Vierfachschaden. Alter. Alter, hua. Entschuldigung. So, was war denn das? Um Gottes Willen. Das Spiel macht einen so fertig. Puh. Danach brauche ich erstmal den Häuschen mit einem Farmspiel oder so. Da muss ich mich irgendwie mit einem Farmspiel beruhigen oder sowas. Okay, mehr haben wir hier nicht, ne? Gehen wir mal weiter. Was ist denn da? Was ist denn? Oh Gott. Oh, wie geil das ist. Jetzt haben wir nie, muss er hochklettern. Nein, bitte sag mir das nicht. Sag mir nicht, ich muss da hochklettern. Oder ich muss da langlaufen. Oh Gott. Oder? Warte mal, bevor ich jetzt da lang gehe, ich guck mich doch nochmal um. Nicht, dass ich da jetzt gleich umsonst da reinrenne. Das kann doch nicht sein, dass ich da lang muss, oder? Ich muss mal. Wow, jetzt habe ich mich schon hier vor dem Ding hier erschrocken. Ich dachte, da steht jemand. Ich sollte definitiv aufhören, Horrorspiele zu spielen. Das ist, ja. Okay, wir müssen da lang. Ja. Jetzt halt doch mal den Rand. Hat dich einer gefragt?
okay, wir müssen tatsächlich da lang. Das kann ja lustig jetzt werden. Da freue ich mich sehr drauf. Huh. Hui. Na, dann wollen wir mal. Oh Gott. 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 Okay, der steht still. Oben wird gefahren. Also denke ich mal, dass wir unten lang müssen. Ich hoffe, der fährt jetzt nicht los. So wie ich mein Glück wieder kenne. Nein, fährt er nicht. Gott sei Dank. Aber hier ist nochmal ein Secret. So. Eine Verbesserung wieder. So. Prätorenmarke haben wir jetzt. Okay. Ah, guck mal hier. Ein Secret wieder gefunden. Bitte nicht vom Bahnsteig springen. Okay. Warte mal, bevor ich jetzt hier lang gehe, ne? Da ist doch bestimmt hier ein Secret, oder? Na, oder auch nicht. Komm ich da... Hier ist doch bestimmt irgendwas, oder? Ne, anscheinend doch nicht, okay. Hätte ja sein können. Vorsichtshalber mal gucken gehen. Man weiß ja nie. Um Gottes Willen, wir sind im Turm. Oh Gott. Oh Gott, das sieht nach Bosskampf aus. Oh Gott. Oh Gott. Um Gottes Willen, ich, Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das sieht verdammt böse aus. Das sieht verdammt böse aus. Hui! Speicherpunkt, ja. Werden wir dann wahrscheinlich hier erwachen, wenn wir sterben? Was sowieso passieren wird, denke ich mal. Oh nein. Oh nein. Oh nein, wer ist er denn? Gisela! Du bist aber schnuckelig. Du bist aber echt schnuckelig. Alter, hua, weg hier. Das ist die Gisela aus The Evil Within. Oder ist es Ursula, die große Schwester? Uah, Alter, wo kommt er denn her? Uah, willst du mich verarschen? Ein bisschen Schild aufnehmen ist immer gut. Ich glaube, ich laufe hier im Kreis. Ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst. Wo ist er denn jetzt, der Dicke? Günni, wo bist du? Wo ist er denn? Geh weg, lass mich. Wo ist denn der? Ach, der steht da hinten. Lass mich. Yeah, geh einfach sterben. Huch. Kriegt er auf, nimmt er auf Schaden? Oh, natürlich, jetzt kommt noch der Revenant. Willst du mich verarschen? Alter, Yeah! Und ich habe kaum noch Munition. Das ist supi. Wo krieg ich denn hier Muni? Juppie! Wo ist mein Dickerchen? Hallo Revenant. Ciao, Revenant. Er ist down. Ich fass es nicht. Da war noch einer. Soll aber trotzdem noch vorsichtig sein, weil hier laufen noch Gegner rum und ich brauche Munition. Da ist Munition. Warte mal, wo ist das? Stundage. Leben. Da oben ist Rüstung. Alter, und Vierfachschaden. Ja! Dämonenpräsenz eliminiert. Oh Gott sei Dank. Ich will mir gerne noch hier das Dings holen. Wo war denn das? War das nicht? Ah, da drüben. Oh, Alter. Ja, Ursula. Ja, Ursula. Ursula.
Die ist aber schnucklig gewesen, die Ursula. Tut. Oh, wir fahren nach oben. Nach oben ist immer gut. Und jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Hä?